Der Flughafen von Pokhara in Nepal. Von hier aus startet am Morgen ein Flugzeug vom Typ Twin Otter der Fluggesellschaft Tara Air. Kurz nach dem Start bricht der Funkkontakt ab. Unter den 19 Passagieren sind offenbar auch zwei Deutsche. Außerdem befanden sich drei Besatzungsmitglieder an Bord. Wir haben eine Suchaktion gestartet, zusammen mit den lokalen Behörden, der nepalesischen Armee und der Polizei und Luftwaffe. Im Moment können wir nicht sagen, wo und in welchem Zustand sich das Flugzeug befindet. Die Maschine war unterwegs nach Yosom, einem beliebten Ausgangspunkt für Bergwanderungen im Himalaya. Schlechtes Wetter behindert den Sucheinsatz.